Jetzt der Landeshauptmann Stellvertreter Anton Lang von der SPÖ. Hohes Präsidium, Herr Landeshauptmann, geschätzte Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung, Hoher Landtag, geschätzte Familie Schützenhöfer, liebe Familie Drechsler, liebe Steirerinnen und Steirer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf jetzt schon etwas mehr als 6 Jahre in der Landesregierung sein und habe unzählige Mal hier die Chance gehabt, das Wort zu ergreifen, mich zu Themen zu äußern. Aber ich muss Ihnen sagen, so schwer wie heute, es mir fehlt, die richtigen Worte jetzt hier zu finden, neben dem Landeshauptmann, war es eigentlich noch nicht oft. Lieber Hermann, ich darf dir zu Beginn einmal den Dank aussprechen deiner Regierungsmannschaft. Wir danken dir für diese großartige Zusammenarbeit. Es waren jetzt 2,5 Jahre, die wir uns grundsätzlich, als wir begonnen haben, nach der Wahl 2019 mit unserer Zusammenarbeit, die wir uns alle ganz anders vorgestellt haben. Wir haben eine Agenda Weiß-Grün ausgehandelt, ein zukunftsweisendes Arbeitsprogramm für die Steiermark. Und als wir im Jänner 2020 begonnen haben mit der Umsetzung, haben wir noch nicht gewusst, was ein paar Wochen später auf uns zukommt. Mit dieser Pandemie hat sich nicht nur die Gesellschaft geändert, alles, was wir lieb gewonnen haben, war auf einmal in Frage gestellt, sondern auch unsere Arbeit. Und trotzdem ist es uns gelungen, in diesen 2,5 Jahren, trotz dieser widrigen Umstände, in allen Bereichen viele, viele Punkte bereits erledigt und damit abgearbeitet zu haben. Punkte sind derzeit in Umsetzung und ein paar Punkte werden wir in den nächsten 2,5 Jahren noch abarbeiten. Aber auch gerade in dieser Pandemiezeit sind wir unserem Weg treu geblieben, nämlich, dass die Arbeit für die Steirerinnen und Steirer stets im Vordergrund unseres politischen Handels steht. Lieber Hermann, auch wenn wir oft das eine oder andere Mal Entscheidungen getroffen haben, wo sich vielleicht noch herausgestellt hat, vielleicht hätten wir es anders sollen treffen, aber es waren oft Entscheidungen dabei, wo wir sehr einsam oft für zwei dann letztendlich gesessen sind. Und wenn man heute nach 2,5 Jahren so ein bisschen ein Resümee zieht, kann man sagen, im Vergleich zu anderen Bundesländern war das ein Weg vieler, vieler richtiger Entscheidungen. Alles andere ist ja in den letzten Tagen, Wochen, auch heute hier gesagt worden, was deine Person betrifft. Lieber Ehrmann, persönlich möchte ich dir sehr, sehr herzlich danken für deine Wertschätzung gegenüber allen Parteien im Landtag, aber auch im Speziellen gegenüber der Sozialdemokratie. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Freundschaft. Ja, es ist soweit, so. Ich bin der letzte Redner jetzt, der offizielle Teil, was dich noch betrifft, ist dann vorbei. Lieber Hermann, alles Gute für die Zukunft. Viele schöne Stunden im Kreise deiner Leben. Bleib gesund. Ein steirisches Glück auf und Gott gib's. Herzlicher Dank von SPÖ-Landeshauptmann Stellvertreter Anton Lang an den scheidenden Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.